Kara, ich bin's, die Cat von Beach Inspector, und ich begrüße euch heute vom Bottle Beach auf Koh Phangan. Der ist ziemlich weit im Nordosten. Er gilt als einer der schönsten Strände. Das wundert mich auch nicht, weil wir haben hier türkisfarbenes Wasser, wirklich puderzuckerfarbenen Sand. Es ist traumhaft, es ist richtig idyllisch. Bisschen schwierig ist die Anreise. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr müht euch total ab und lauft durch den Dschungel, oder ihr nehmt oben in Chaloglum das Boot und fahrt her. So hab's ich gemacht, so ist es nämlich am gemütlichsten und dann ist man auch schnell da. Am Strand direkt ist nicht sonderlich viel los, also es eignet sich wirklich zum Relaxen. Man kann hier hervorragend schnorcheln, weil das ganze Jahr das Wasser total seicht ist. Er zieht sehr viele Familien an, eben wegen der Ruhe hier am Strand. Aber man trifft vereinzelt auch ein paar Backpacker, ein paar Singles. Am Abend ist nicht sonderlich viel los. Es liegt natürlich auch einfach daran, weil man hier nach 18 Uhr auch nicht mehr wegkommt mit dem Boot. In den einzelnen Hotels gibt es so ein paar Sachen wie Feuershows, so ein kleines Unterhaltungsprogramm am Strand. Ansonsten ist hier gar nichts. Eine Story noch zum Schluss. Der Strand heißt Bottle Beach, weil wenn man vom Himmel aus nach unten schaut, sieht er aus wie eine Flasche. Ja, so ist es. Ciao, kommt vorbei, es ist schön.